Hey Leute, willkommen zurück zu Fallout 3 und Evil Forces. Ja, letztes Mal haben wir gesehen, dass uns unten von einer Vault eine Person zugewunken hat. War das etwa einer der Vault 12 Bewohner, die sich hier scheinbar unter diesem ganzen Klumpatsch befindet? Na, wollen wir doch mal gucken, ob wir ihn nicht erreichen können. Und dann wissen wir mehr. Auf jeden Fall weiß ich gar nicht, ob ich jetzt hier richtig bin, beziehungsweise wenn ich richtig bin, will ich erst nochmal zurückgehen. Denn da gab es hier noch eine Abzweigung. Ihr habt das ja gesehen letztes Mal. Da war hier vorne noch ein Seitengang, den habe ich nicht ganz erforscht, weil diese Ballerei ihre Aufmerksamkeit irgendwie, ja, in meine Richtung gestreut hat. In Form von Plasmasalven. Und deswegen konnte ich da nicht irgendwie untätig bleiben, sondern musste helfen, aber es hat auch nichts gebracht. Irgendwie sind alle tot. So, ach, da ist ja wieder einer von den Scherzels hier. Oh, und da schießt wieder einer. Moin! Da bist du schon tot. Und du da unten auch. Wie gut, dass ich eine Gatling Gun dabei habe. Wie gut, dass der Sound so leise ist. So, jetzt nicht mehr. Haha, so geht's. Warte mal. Das ist wie, du hast keinen Finger dabei. Warum habt ihr Kerle keinen Finger dabei? Wow. Das war vielleicht ein schlechter Moment, um nachzuladen. Hat er mich gesehen? Ja, hat er. Hat er. Bam, 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 bam. Ja, wie er platzt. Die Sau, so, hast verdient, Kuppel. Und du hast natürlich auch wieder nichts. Ich war jetzt kurz verwirrt wegen der Robotor-Rüstung. Warum habt ihr keine Finger dabei, ihr Schweine? Ich will eure Finger. Ach, Flammenwerfer, Mist. Werde ich, glaube ich, verkaufen, wenn sich die Gelegenheit ergibt. Ja, toll. Hätte ich wohl doch die andere Seite gehen müssen, aber jetzt weiß ich's ja. Und jetzt habe ich hier alles eingesammelt, soweit. Oder kann ich hier runter? Ja, ich kann hier runter. Verdammt, es ist so... Ich gucke einfach mal die Karte. Vielleicht sagt die mir was. Und die Maus wieder, ne? Brrrt. Bewegt die ganz leicht und schon rast sie über das Bild. Warte mal. Wo kam ich jetzt eigentlich her? Hier kam ich her, da. Und da wäre es jetzt weitergegangen, aber ich denke mal, das... Ja, ach, schau mal einfach mal. Ne? Wo geht's... Ach, da oben wäre ich wahrscheinlich rausgekommen, oder? Ich glaube, ja. Aber ich glaube auch, dass es hier nicht weitergeht. Nope. Sieht nicht so aus, als würde es hier weitergehen. Ah, will ich den... Ach komm, pfeif drauf, ich untersuche den jetzt nicht, was der noch bei sich hat. Das ist toll. Das sehe ich, glaube ich, das erste Mal in Fallout, dass es solche Wasserstürze hier gibt. So, und ich muss noch einmal lauter drehen, aber das merkt ihr natürlich gar nicht, weil ich ja eh gerade auslaufe. So, schön. Ja, ich bin immer noch ein bisschen erkältet. Ich weiß nicht, kennt ihr das, wenn eure Ohren komplett zu sind? Also von der Erkältung. Das ist ganz schlimm. Also ich höre wirklich wie durch so eine Wand. Es ist total unangenehm. Also wenn man hinter so einer dünnen Holzwand und alles hört sich so... Wenn sich die Leute unterhalten an, das ist total... Boah, pfui. Und man hört seine eigene Stimme im Kopf so ein bisschen widerhallen. Das finde ich recht anstrengend. Aber egal. Was erzähle ich euch das? Interessiert euch eh nicht. Ich will hier Enklave-Soldaten töten. Moin. Stirb! Dann Plasma-Mist. Du kommst nicht durch meine fette Power-Rüstung, du Schwein. Was steht hier? Keep out. Not part of the tour. Ich gehe trotzdem mal rum. Nö, da ist wahrscheinlich... Oh. Vault 12 Security. Ja, die scheinen wenigstens noch normal im Kopf zu sein, hoffe ich doch, diese Vault 12, Leute. Puh, da hat halt mal zwei Mini-Atombomben bei. Ja, das beste Tauschmittel, was es so gibt hier im Spiel. Warte mal, ich könnte wetten, da komme ich jetzt einfach nur auf diese Plattform, die da unten in den Raum führt, genau. Na wunderbar. Kann ich mir den Weg sparen. So, erstmal nachladen und dann trotzdem hier lang gehen, obwohl es nicht zur Tour gehört, ist nicht mein Problem. Ich stehe außerhalb der... Oh, Regeln! Ich könnte mich da jedes Mal kringeln, wenn ich hier platzen sehe, obwohl es eigentlich gar nicht wirklich lustig ist. Das ist halt so eine absurde Art Humor. Ja, es ist so absurd, dass es schon wieder lustig ist. So übertrieben, dass man es einfach nicht ernst nehmen kann, finde ich. Deswegen finde ich so manche Splatter-Movies auch ganz lustig. Ich nehme nur Braindead als Beispiel. Oh, stirb doch! So. Wenn die nur ein bisschen schneller drehen würde, diese Minigun, das wäre echt cool. So. Also wenn man die jetzt hier schon so vordrehen könnte mit der rechten Maustaste. Ich glaube, in welchem Spiel war das? Keine Ahnung. Bada 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 boom. Och, der ist gar nicht geplatzt. Was? Ich hab Karma. Ach so. Ach ja, jetzt kriege ich auch mal einen Finger dazu. Hatte ich vorher schon mal Karma bekommen für die oder habe ich das immer nur nicht so beachtet? Da, 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 da.
Stirb doch! Ich find's auch seltsam, dass sich die Alte oben Sorgen macht, dass die Enklavetruppen hier eindringen. Dabei sind sie schon längst da, nur von der anderen Seite eben, ne? Naja, was ist denn der Brocken, den ich... Den habe ich noch nicht untersucht, den Brocken. Na komm! Wie viel treiben sie von euch denn hier unten rum? Ihr müsstet doch das alle mitkriegen, dass ich eure Freunde hier kalt mache. Ach, da ist die Vault. Warte mal. Dann werde ich vorher noch ein bisschen nachladen, mich nochmal heilen. Wo haben wir's denn? Oh nein! Ich wollte Blut... Egal. Dann habe ich halt wieder Drogen genommen. Ich bin aus Versehen drogenabhängig. Kann man das so sagen? Ich habe aus Versehen Drogen genommen. So. Ich gehe mal in Schleichmodus, denn da vorne ist wieder rot. Ich meine nicht, dass ich Angst hätte, aber... Sensormodule? Wie sehen die denn aus? Die sehen ganz komisch aus. Ah! Alter! Warum? Warum? Was ist da eben explodiert? Ach, hier ist eine Druckplatte. Oh, ich habe das doch geskillt, dass ich da nichts auslöse, oder? Dass ich über Druckplatten drüber laufen kann, ohne dass ich die Fallen dazu auslöse. Leichten Schritt. Ich meine, auch wenn es sehr unrealistisch ist, weil ich ja so eine fette Powerrüstung... Warte mal. Ich will noch mal ganz kurz meine Perks nachsehen, weil das kann ja wohl nicht sein. Warte mal. Extras. Actionboy habe ich. Bla, bla. Kritische Treffer. Blutfresser, blutiger Tux, Cyborg, Entdecker. Fast perfekt. Ja, die sind eigentlich total sinnlos gewesen jetzt im Nachhinein, weil ich jetzt eh alles auf 9 habe. Hier, leichter Schritt. Keine feindlichen Minen oder Bodenfallen mehr auslösen. Ja, toll. Und hier der Fremde, der ist futsch bei mir. Ich hab's schon mal gesagt, der ist kaputt. Aber egal. So. Hat mir die Eve auch geschrieben, bei ihr ist halt Jericho futsch. Kann man nichts machen. Und der Herr mit dem alten Metall ist bei mir auch weg. Stirb! Entschuldigung. Boah, muss mich mal räuspern. Ja, mein Hals ist auch noch nicht so ganz fit. Kann man so sagen. Mein Hals ist nicht fit, ist auch noch krank, mein Hals. Und meine Nase ist krank und meine Ohren sind krank und mein Kopf hat Aua, hat weh und so. Aber das sind so Zipperlein. Das ist mehr unangenehm, als dass es wirklich schlimm ist. Oh, schon wieder diese Außengebiete. Ich finde die so toll, ne? Warte mal. Hier unten war doch irgendwo... Da, seht ihr? Da war, glaube ich, die Vault, wo der gewunken... Nee, war das hier? Ich war doch irgendwo hier auf der Seite letztes Mal. Genau hier war ich. Schon krass, was für einen Weg ich jetzt hier zurückgelegt habe, oder? Ich bin da unten rein und bin hier ganz durch und jetzt hier rausgekommen. Geil. Und da unten will ich hin. Soll ich runterspringen? Nee, das überlebe ich 100 Pro nicht. Nein, 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 das fangen wir gar nicht erst an, so Sachen. Solche Abenteuer. Und hier ruckelt es ein bisschen. Ich glaube, das ist sehr hardwareintensiv gerade. Obwohl es geht eigentlich. Die Frames sind ordentlich. Das muss... So... Aha, auch nicht schon wieder eine Sprungaktion, da werde ich mal speichern. Ihr wisst ja, wie gut ich das kann, ne? Moin, da bin ich. Haha, hat geklappt. Ey, das sieht echt gut aus, auch wenn, na... Wenn ich stehen bleibe, dann sieht's recht... Seht ihr das? Mit Paint gemacht. Naja, ich will nicht über die Skybox meckern, denn so an sich ist es sehr genial bisher, das Add-on. Gefällt mir außerordentlich. Okay. Da fuck. Warum? Ich... Hä? Ist hier Glas? Da ist eine Glasscheibe. Tatsächlich. Hier ist auf. Ich gehe da trotzdem nicht rein. Könnt ihr vergessen. Nö. Ich will jetzt nicht. Ich werde nochmal speichern, so. Ja, ja. Da fällt da bestimmt gleich was aus der Decke raus, oder? Meh, meh. Ja, ja. Ich stell mich da nicht drauf. Könnt ihr knicken, Freunde? Oha. Warum? Kann ich die aufmachen? Die Türe muss irgendwie anders... muss ich irgendwie anders öffnen. So komme ich nicht durch. Verdammt. Ach so, ich sehe schon. Ja, das ist quadratisch praktisch gut aufgebaut. Hallo, da bin ich da eben hergekommen. Ach so, das ist so eine Art Labyrinth. Was? E. Hui. Fit, fit, fit. Gut, wo muss ich denn jetzt eigentlich insgesamt hin? Warte mal, da ist I.
Ich gehe da nicht in die Mitte, ey. Das könnte so knicken. Am Ende fällt was runter und das schlägt mich. Ich kann mir das schon... Warte mal, hier geht's wohl weiter. Also hier. Exit. Mach doch. Muss ich schon wieder zurück? Ich will nicht zurück. Ja, jetzt geht die auf. Ich hab's mir schon gedacht. T. Exit. Ja, das war aber auch falsch. Nein! Och Mann. Also ich brauch das E. Wo ist das E, Gerle? Ja, ist eigentlich schon logisch, ne? Wow! Buff out. Uah. Böser Trip. So, also E. Piep, piep, piep. Ach Mann, ich muss den ganzen Weg laufen, bis ich das Exit beisammen habe, oder wie? Das I. Ja, lass mich dahin. Jetzt muss ich rechts, wenn es geht. Ja. Jetzt muss ich hier lang. Das ist X. Weet. Piep, piep. So. Jetzt ist hier das I. Und noch zwei nach links, dann ist dann das T. Ist eigentlich gar nicht so schwer, ne? Mano. Muss ich das wieder so machen? So. Aber cooles Rätsel, ehrlich gesagt. Auch wenn es ein bisschen laut ist gerade. Exit. Piep, piep, piep. So, wunderbar. Alles klar. Cool. I like. Ja, das ist das schon wieder. Ach nee, diese Dragoner mit. Bam, bam, bam. Ist da noch einer? Ja. So ganz schön doof, keinen Helm aufzuziehen. Bam, bam, bam. Platz. Mach Platz. Man kann die so schon abrichten, die Typen. Ah, du hast nur Mist dabei. Den hatte ich den schon? Nö. Warum haben die jetzt auf einmal Finger, frage ich mich, hä? Och man, meine 556er, die hat voll gelitten hier. Naja. Ich werde ja hoffentlich bald Ersatz kriegen, in irgendeiner Form. Hoffe ich. Warte mal. Was nehme ich denn so lang? Da habe ich das Schneiber. Bin ich auf der 7? Ach die. Oh Mann, die will ich auch gerne mal. Aber da habe ich so wenig Muni für. Am Ende nutze ich die jetzt und... Ach komm, ich mach mal, bis er leer ist. Pfeif drauf. Ist zwar ganz nett, aber jetzt auch nicht die beste Knarre, finde ich. So, warte. Dann nehme ich mal ein bisschen Stimpack. Aber es total die Verschwendung ist. Ich möchte die Dinger nicht nutzen eigentlich. Ja, ich weiß, klingt doof. Also eigentlich dafür da sind. Na toll. Hätte ich jetzt hier das blaue Wasser trinken können. Kann man das gleichsetzen mit gelbem Schnee essen? Sollte man nicht tun, aber irgendwie ist es ja okay. Also es passiert nichts. Kann ich da raus? Ja. Warte mal, da unten war noch eine Tür, deswegen speichern und platsch. Nee. Oh, wie geil, das war eine Spiegelung. Ey, Hammer. Hatte das vorher Wasserspiegelung? Ich weiß gar nicht. Aber was das Wasser angeht, da ist sogar Oblivion über... Nee, sogar Morrowind ist über Fallout 3, finde ich. Also das Wasser in Fallout finde ich jetzt nicht so schön. Naja, was soll's. Es geht mir auch nicht ums Wasser bei dem Spiel. Sonst würde ich ganz andere Spiele spielen. So. Wie weit muss ich gehen, um zu sehen, was die Vault am Ende bringt? Wie viel muss ich geben? Egal, ich singe schon wieder. Warum singe ich? Keine Ahnung. Hat mich jetzt irgendwie gerade daran erinnert, an das Lied von Apokalyptika. So. Ja, habt ihr gut gemacht. Sicherung, 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 Sicherung. Anleitung für Sam. Ja, ihr seid Helden, ne? Gut, dass ich die nicht auslöse, die Teile. Haha. Aber Spark, weißt du. Geht's da nicht weiter? Warte mal. Ich lese erstmal die Anleitung. Boah, mein Hals, ne? Muss ich gleich mal Tee kochen oder so. Hey Sam, wir müssen dieses Gitter sprengen. Jedoch haben wir keinen Strom hier. Du musst dir diese vier Sicherungen schnappen und nach einem Sicherungskasten suchen. Ich werde schon mal mit dem Fahrstuhl nach oben fahren und nach weiteren Überlebenden suchen. Beeil dich! Ja, machen wir doch. Ich mach mal Licht. So. Ist schöner. Na toll. Ihr habt mir schon mal geschrieben, ich habe irgendwann einen Schlüssel vergessen. Ja, ich weiß nicht. Ich sehe das einfach nicht. Ich meine, im Review, wenn ich mir die Videos dann nochmal vielleicht anschaue, mache ich aber in der Regel nicht, weil habe ich keinen Bock drauf auf meine eigenen Videos.
Oh, schön. Dann würde mir das auch auffallen, oder ist mir halt beziehungsweise schon aufgefallen, wenn ich es mal gemacht habe, bei kurzen Videos, weil ich was checken wollte. Aber manchmal ist das viel wie verhext. Man läuft hier durch, hat die Augen auf, aber kommt sich vor, als hätte man sie fest verschlossen, manchmal. Kennt ihr vielleicht, wenn ihr selber Let's Plays macht. Das ist wirklich so. Das ist Hard Mode, weil man sich konzentrieren muss und reden muss. Dann ist man ganz, wie soll ich sagen, nicht so ganz auf der Höhe, was das Beobachten und so weiter angeht. Wo laufe ich denn jetzt gerade hin? Ich wollte hier gar nicht her. Ich will nicht schon wieder so weit abseits gehen. Ich muss doch dieses Gitter sprengen. Alter. Ist halt mal überhaupt nicht groß hier drin. Aber geil, es gefällt mir. So alleine von dem Aufbau her. Ist extrem gut. Was haben wir hier? Rotes Licht. Und da ein Skelett. Sehr schön. Und ich bin bestimmt schon wieder am Schlüssel vorbeigerannt. Ich kenne mich. Hui. Soll ich da mal rauf gucken? Nö. Aha. Nein, nein, nein. Okay. Hui, da muss ich gar nicht springen. Sehr gut. Was? Ah. Kiste mit Sicherungen. Och komm. Kann man knacken, muss man nicht, aber ich mach's mal. Oh, Netzschalter A. Piep, 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 piep. Oh. Ich kenne das schon. Ja. Jetzt stürzt wieder irgendwas ein, ne? Ich hasse es, wenn die Sicht so verschwimmt. Wenn ich mich dann nämlich zu schnell bewege, dann ist das für euch Pixelchaos, glaube ich. Das kriegt YouTube nicht so ganz auf die Reihe. So. Uah. Was haben wir denn hier? Leer, leer. Kiste, Kiste. Ach ja. So, so, ah. Ach, kippen. Was soll ich hier mit, unten mit kippen? Wer wird denn da auf die Idee kommen zu rauchen? Oh, sieh mal. Yay. Der Generator läuft. Kann ich hier noch? Hä? Entfernt? Ja, okay. Sie können es nicht verwenden. Hab ich aber gerade. Hahaha, verarscht. Da bin ich hergekommen. Ging es da noch weiter? Oder war da hinten Ende Gelände? Ich gehe nochmal hier lang. Denn ich habe da irgendwo ja einen anderen Weg eingeschlagen. Hier. Oder? Muss ich hier hin? Da war ich doch eben gerade. Nee. Warte mal. Ich will es mal testen. Ich habe ja gespeichert. Wenn ich jetzt sterben sollte, ist es nicht so schlimm. Aber da liegt doch noch was. Nee. Doch, da liegt ein Skelett. Da hat aber nichts bei. Okay. Nee, da geht's echt nicht weiter. Naja, dann war es doch ganz gut, dass ich gleich runtergegangen bin. Und hüppala. So. War es das jetzt? Kann ich das Tor sprengen? Oder wurde jetzt gerade schon was gesprengt bei dieser komischen Flacker-Flacker-Animation eben? Ach, schau an. Moin. Oh, wie sie platzen. Bäh. Es macht gut Schaden, das Teil. Wirklich. Krasse Knarre, aber jetzt habe ich keine Schuss mehr dafür. Och Mann. Ätzend. Oh, hört ihr das? Ah! Ah! Oh Gott, hast du mich hier erschreckt? Dumme Sau. So ein Arschgesicht. Ah, stirb, stirb, stirb. Oh, eine dumme Sau. Sorry für den Ausdruck, aber. Oh. Der mich immer erschrocken, ey. Ich dachte schon, was ist das für ein komisches Summen? Und dann war es so ein Penner mit dem Trennmesser, ey. Ohne Witz. Heidewitzka. So ein Arsch. So. Jetzt aber. Kann ich das jetzt sprengen? Hallo? Wie mache ich das? Hallo? Warte mal. Was sagen meine Quests eigentlich? Dort unten ist jemand, der winkt mir zu. Ja. Hatten wir schon. Kann ich das? Warte mal. Kann ich irgendwie draufballern jetzt? Na? Ach so, ich bin so doof. Vielleicht sollte ich mal den Schalter drücken. Nö. Den Hebel ziehen? Ah. Kabams! Oh. Ja, ein bisschen hell, ne? Oh. Ja, sehr gut. Ah, sehr schön.
Und zu Staub wurde es zermahlen, seht ihr? Einfach mal so, ne? Sprengstoff pulverisiert einfach alles. Oh, ich hatte es ja noch an, das Licht. Seht ihr, das fällt so wenig auf, weil der Radius so klein ist. Netzschalter B. Ach ja. Ach so, das Gitter liegt hier. Ja. Ich habe Quatsch geredet. Ich dachte, das hätte sich wirklich atomisiert, das Ding. Gut. Oh, die Laserschranken, die kenne ich doch. Oh. Was haben wir denn da Schönes? Hihihi. Warte mal, speichern. Achso, ich dachte, ich verletze mich jetzt, wenn ich gegenlaufe. Hm, da will ich gerne ran. Guck mal, was da für Geld liegt. Allein die 4 Mini-Atombomben sind schon 1500 Kronkorken, wenn man es richtig macht. Beim richtigen Händler. Der mir Sympathie entgegenbringt. Na, komme ich hier hin dann? Nö. Das ist... Oh Mann! Ausgerechnet der Weg, von dem ich mir jetzt gedacht habe, er wird der kürzeste sein, ist der längste. Nee, da speichert er schon mal. Das ist für mich ein Grund umzudrehen. Ich möchte nämlich gerne irgendwo einen Schalter finden, mit dem ich das Ding abstelle. Hier. Oh, hoi. Die sind ja echt noch hier unten, ne? Ja, ist das ein schlechter Witz. Ein einziges Patrönchen, 556er. Oh. Ich bin irgendwie immer unterwegs und mir fehlt ein Schlüssel, glaube ich. Schrecklich. Och nee. Nee. Muss ich ja doch da hinten lang. Mann, oh. Wie bescheuert. Ja, ich habe ihn hundertprozentig irgendwo übersehen, den Schlüssel. Aber glaub mir, das ist halt so, ne? Let's Plays sind immer noch mal eine Schippe drauf an Schwierigkeit, zumindest was das Zurechtfinden angeht. Für mich alleine hätte ich jetzt wahrscheinlich noch 10 Minuten länger gebraucht, weil ich noch mehr abgesucht hätte alles. Oh ja. Oh ja. Ach, sie machen Licht, das ist gut. Lalalala. Laufen wir den gruseligen Steg entlang, der in absoluter Dunkelheit endet. Oh Gott. Hä? Ja, ich komme ja schon. Ich weiß, das sind so subtile Hinweise, wo ich hin muss. Ui. Vorsicht. Wir wollen doch nicht da ins dunkle, leere Schwarz fallen. Was? Wo hier drüben? Ey! Sacksau. Lass mich doch rüber. Komm, lass mich rüber. Zum Glück treffen die Idioten nicht. Schießen wie Idioten und treffen wie welche. Von hier kam's. Wo seid ihr? Ey. Ja, ich komme gleich hoch. Och nö. Da geht's gar nicht weiter. Nö. Daneben. Ach, hör doch mal auf zu schießen, du Depp. Ja, ist ja gut. Ich könnte so wetten, dass ich was verpasst habe, weil ich den Schlüssel nicht hatte. Ich komme da nie wieder zurück, oder? Und? Macht das jetzt überall Licht? Das wäre ja was. Ja, es ist aus. aus. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Hä? Ach, die Tür geht auf. Yes. Das war die eine Tür, glaube ich, die mit Schlüssel. Dann warte mal, dann müsste die andere eigentlich auch auf. Nee, okay. Nur die eine. Passt aber. Ich werde mal speichern, weil ich weiß nicht, ob ich jetzt zurückgehen muss oder ob ich auch hier... Oh Gott, zurückkomme. Ja, Knochen gebrochen. Das ist gut. Bam. Arsch. Ja, ich weiß, die Knarre ist nicht mehr so fit. Krieg mal hin. Moin, spring. Bring doch mal hier. So, ich kürze mal ein bisschen ab, wenn das geht. Jetzt bleibt halt überall hängen, ne? Das ist herrlich. Warte. Krieg ich hin? Ich weiß nicht, ist das so gedacht? Auf jeden Fall gute Abkürzung. So. Och Mann, oh, ich brauche mal langsam was wieder zum Aufbauen. Hier ein paar Waffen oder so. Dass ich da was reparieren oder nachbessern kann zumindest.
Es wird sonst ein bisschen doof, hier mit nur kaputten Waffen rumzurennen, beziehungsweise Waffen, die keine Munition haben. Ja gut, toll, die Kampfflinte, die bringt auch sehr viel auf Entfernung. Meh, 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 meh. So, war ich da schon? Ach nee, hier ging es ja nicht weiter. Ja. Ich will mir nur kurz den Kram schnappen und dann gehe ich da mal hinten weiter, wo die Tür scheinbar jetzt mit aufging. Oh ja. Echter Musik? Hört mal. Ich höre Musik. Ich weiß nicht, ob es bei mir draußen vor der Tür ist gerade. Also bei mir jetzt hier im. Also nicht im Spiel, ne? Ihr wisst schon, was ich meine. Oh, 556er, aber ich glaube, das ist hier im Game gewesen. 308er Kaliber. Das war's. Ich hätte lieber gern mehr 556er gehabt. Ist zwar schon ein bisschen was, aber ihr wisst, wie schnell das weg ist. Es geht ratzfatz. Und ich möchte nochmal wiederholen. Ich bin hier reingekommen mit über 500 Schuss. Und nicht schon wieder so ein Penner. Was wollen wir wetten, dass ihr gleich sowas von auf mich schießt? Deswegen mache ich das mal selbst. So. Ja. Du bist auch schon feindlich. Ja, ich weiß, ich hätte mir vielleicht noch vorher den Spruch anhören sollen, aber. Ich hasse es, überrascht zu werden. Und deswegen mache ich das selbst. So. Verkribbelt. Der hätte mir wahrscheinlich eh noch was erzählt. Keinen Zugang. Keinen Zugang. Ich muss weiter. Ja, trotzdem gehe ich erst nochmal zurück, denn da war noch eine Tür, für die ich einen Schlüssel brauchte. Und ich könnte wetten, wenn ich da jetzt weitergehe, dann komme ich wahrscheinlich schon an die Vault. Hallo? Ey! Ich habe einen Schlüssel, warum geht der nicht? Ich war wieder verkohlen, Mensch. Habe ich das sicher wieder irgendwo liegen lassen, den Schlüssel, den ich hierfür hätte brauchen können? Schweinebär. So. Ach ja. Tiefe Schlucht. Ja, ich habe den Schlüssel vergessen. Hundertprozentig, sonst wäre ich schon längst da. Bin ich denn jetzt schon wieder? Hä? Bin ich jetzt tiefer, oder? Ja, ich bin tiefer. Sah so aus, als wäre ich jetzt genau da, wo ich schon mal war. Hier oben war ich nämlich vorhin. Nee, da oben war ich. Hier. Oder? Ach, ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall war ich hier schon mal. Und da ist die Vault, oder? Nee, da ist die Vault. Ja, ich hab's geschafft, Leute. Ich bin unten. Von ganz hier oben. Überlegt mal. Geil. Geil, geil, geil. So, dann wollen wir noch mal gucken. Was haben wir denn da? Der hat mir zugewunken. Wie hat er mich da oben gesehen? Hallo? Ich sehe da ja selber kaum was. Nicht mal mit Zielfernrohr. Ja, okay. So hätte er erkennen können, dass ich kein Enklavesoldat bin. Obwohl mit der Rüstung, da sieht man das wirklich nicht so gut. Die unterscheidet sich kaum. Egal. Oh, da ist schon einer. Hallo, Kumpel. Hey, komm hierher. Officer Jack. Was? Die Vault hat sich geschlossen. Hier bin ich wohl mal in Sicherheit. Na, ich hoff's doch, so grimmig wie der guckt. Hey. Ah, du hast es ja doch noch gerade geschafft. Ich habe schon das Schlimmste befürchtet. Wenn du einen Moment später gekommen wärst, würdest du jetzt da draußen sitzen und weiß Gott, was hätte die Enklave mit dir angestellt. Wer bist du? Ich heiße Jack Parker und bin ein Offizier in dieser Vault. Ich bin zufällig durch die Außenkameras auf dich aufmerksam geworden. Du hast gegen diese Soldaten gekämpft, habe ich gesehen, stimmt's? Du gehörst doch nicht zu denen, oder? Nein, zu denen gehöre ich ganz sicher nicht. Aber verdammt, wo bin ich hier? Was? Hast du etwa noch nie eine Vault gesehen? Nein. Doch, aber warum liegt eure Vault so tief unter der Erde? Ja, du hast ja recht. Unsere Vault hier unten ist etwas Besonderes. Vor dem großen Krieg wurden hier unten die besten Wissenschaftler aus ganz Amerika untergebracht. Einige hier unten verfolgen sogar heute noch das Ziel, für unsere Nachwelt neue Technologien zu erforschen. Warum sitzt ihr noch hier unten? Die meisten Vaults wurden doch schon geöffnet. Na, der Weg nach oben ist doch viel zu gefährlich. Und außerdem wissen wir doch gar nicht, was uns dort oben erwarten würde. Also ich persönlich lebe lieber hier unten. So, ich sollte mich jetzt hier wieder an die Arbeit machen. Und du solltest zu unserem Aufseher gehen.
Er wird zwar nicht sehr erfreut sein, dass schon wieder ein Fremder hier ist, aber jetzt ist es ja eh zu spät, was? Was meinst du damit? Na, das Tor darf jetzt bis auf Weiteres nicht mehr geöffnet werden. Also sitzt du hier drinnen einige Zeit fest. Bis die Enklave wieder verschwunden ist. Aha, und wo kann ich euren Aufseher finden? Er müsste sich in seinem Quartier aufhalten und das findest du ganz in der Nähe vom Atrium. Hey, hey, lass uns dann einen trinken gehen, wenn ich mit der Arbeit fertig bin. Du musst mir unbedingt etwas von der Oberfläche erzählen. Ich habe Angst vor deinen Augenbrauen, Jack. Eieiei, ist das laut. Naja, gut, Leute. Ich würde mal sagen, wir schauen uns das nächste Mal in der Vault 12 um. Ich bin schon ganz gespannt darauf, was uns hier alles erwartet und was der Aufseher uns verklickern wird und wann wir endlich wieder an die Oberfläche kommen. Das sehen wir aber nächstes Mal. Hallo. Wenn es euch gefallen hat, die Folge, Daumen hoch dafür. Würde mich sehr freuen. Wenn nicht, einen Daumen runter. Lasst Kritik da und wir sehen uns mit Fallout 3 wieder.